Die meistgestellten Fragen auf meinem Kanal sind, wie bekomme ich den Memento-Rucksack, wie bekomme ich eine Coyotes-Maske. In diesem Video zeige ich dir, wie du Exos farmen kannst in The Division 2. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Giles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in The Division 2. Heute geht es um Exotics, ja, um exotische Waffen, Rucksäcke, Masken. Zuerst müssen wir mal unterscheiden, welche exotischen Teile gibt es. Es gibt exotische Teile, die es normal gibt und welche, die es im Raid gibt. Die im Raid sind, die sind auch Raid-exklusiv. Die droppen also nicht außerhalb der Raids, auch nicht in Kisten oder sonst irgendwas, lasst euch hier nichts einreden. Die bleiben im Raid, der Rest, den bekommt ihr außerhalb, also in der normalen Welt. Und hier muss man auch aufpassen, im Moment habt ihr ja die Season. Wenn es um Season-Belohnungen geht, also so wie hier zum Beispiel um die Katharsis, um die Bluescreen, normalerweise ist es so, dass die nur im Zuge der Seasons droppen und sobald ihr den Season Drop habt, dann kommen sie in den normalen Lootpool. Dies ist jedoch anders in der Season 9. Hier gab es einen Fehler zu Beginn der Season. Sie haben den Fehler bereinigt, haben ihn aber dann wieder reingetan, den Fehler, denn der Aufschrei der Community war ein bisschen zu groß, warum auch immer. Das heißt, dieses Mal ist es so, dass alles im Lootpool ist. Bei der Season 10 wird es wieder anders aussehen. Aber mit Iststand heute, ihr bekommt auch die Season 9 Exotics normal im Lootpool. Wie besorge ich mir meine Exotics? Als allererstes mit den Weekly Projekten. Ihr habt in den Projekten immer eine, die könnt ihr ohne Probleme abgeben. Und zwar, das ist diese wöchentliche SHD-Anforderung. Ich sitze zwar davor, aber man sieht's ja, wenn ich hier drauf klicke. Hier müsst ihr einfach spenden. Also die ganzen Komponenten, Verschlussgehäusekomponenten, Schutzstoff, Stahl, Kohlefaser. Dann habt ihr mal schon mal einen exotischen Behälter bekommen. In diesem exotischen Behälter kann alles drinnen sein. Na, also das haben wir gerade gesagt, außer Raid Exotics. Ja, Raid nicht. Hier nicht, aber wenn ich die jetzt aufmache, dann ist random irgendwas drinnen. Na, in dem Fall eine Katharsis. Okay, wunderbar. Man sieht also, die wäre von der Season 9. Ich habe sie sowieso schon, dann hätte sie sowieso droppen können. Aber durch die Änderung der Season 9, sie ist halt auch in den Kisten ganz normal. Na, die bekommt ihr da. Wo bekommt ihr noch eine Kiste hin? Her, im Summit. Hier 30 Stockwerke. Warte, ich setze mich mal nach rechts. 30 Stockwerke im Summit bekommt ihr einen exotischen Behälter. Könnt ihr auf der Schwierigkeitsstufe spielen, wie ihr wollt. Könnt dann auch noch den Targeted Loot einstellen, zu dem komme ich gleich. Aber hier gibt es auch eine exotische Kiste. Das heißt, wir hätten schon zwei. Die dritte, die gibt es noch, wenn ihr legendär spielt diese Woche, District Union. Das ist immer weekly, also das sind wöchentliche Kisten. Wenn ihr das abgeschlossen habt, bekommt ihr auch einen exotischen Behälter, also auch die Chance auf eine Exo. Wie farm ich aber Exo oder Exos, denn das werde ich, danke Spiel, sehr oft gefragt. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die, was für mich am besten ist, sage ich euch am Ende, aber zuerst mal zur ersten Möglichkeit. Hier im Summit, das ist ganz klar, warum? Naja, wir können hier einfach den Loot einstellen. Nein, nicht Gruppensuche, zielgerichtete Beute auswählen, auf H sollte ich drücken. Dann könnt ihr hier auswählen, was ihr farmen wollt. Wenn ihr sagt, ich brauche einen Rucksack, nehmt ihr einen Rucksack für Memento zum Beispiel, nehmt ihr das. Wenn ihr sagt, ich will die Masken farmen, stellt ihr auf Masken ein. Meine Erfahrung jedoch aus dem Summit ist, ich habe dort noch nicht wirklich viele Exos rausgeholt, um ehrlich zu sein. Ja, also man kann es machen, würde ich aber jetzt nicht als Priorität sehen. Man droppt für mich nicht so gut im Summit, vielleicht bei euch, aber für mich persönlich würde ich Summit nicht nehmen zum Looten für Exos. Das zweite,
wo wir haben, wäre der Countdown. Hier ist genau dasselbe. Hier könnt ihr im Countdown einstellen, die zielgerichtete Beute ist dieselbe wie im Summit. Also wenn ich es hier einstelle, das ist ein Rucksäcke, dann bleibt das hier und auch im Summit. Zum Countdown selbst, es geht relativ schnell, dauert, sagen wir so 15 Minuten, habt auch relativ viele Named Gegner drinnen, die können alle Exos fallen lassen. Also für mich eine bessere Option als Summit. Einzigen Nachteil, den ihr habt, ihr braucht halt 8 Leute, die auch drin bleiben. Ich habe gehört, es gibt Probleme damit, dass viele rausgehen. Aber ich habe es heute getestet, waren alle 8 drinnen, ich konnte es durchspielen, 15 Minuten, hat gepasst. Aber auch Exodrops hatte ich noch nicht so viele. Ich selbst weiß aber von anderen aus meinem Stream, so wie von Firu oder von Schicknick, die haben sehr oft Drops da drinnen. Also, das ist schon mal eine sehr gute Variante, um Exos zu farmen, der Countdown. Ihr habt einen zweiten Vorteil durch diesen Countdown. Ihr bekommt Ressourcen. Und zwar, wenn ihr abschließt, bekommt ihr diese Countdown-Requirierungen. Ich habe im Moment 5667 davon. Und hierzu oder hiermit könnt ihr dann auch Exo-Behälter euch kaufen. Die sind dann hier. Ganz unten. Einer kostet 224. Ich könnte mir also schon ein paar kaufen, werden wir jetzt einmal einen kaufen, einfach zu Demonstrationszwecken. Habe also 5400, hätte glaube ich jetzt irgendwie 20 Kisten oder so bekommen. Und dann könnt ihr die ebenso aufmachen. Also exotischer Behälter öffnen. Läuft. Ja, Ninja Bike Messenger Knieschoner. Wunderbar. Okay? Also könnt ihr hier auch looten. Die zweite oder nächste Möglichkeit bei Events, wenn ihr die Season Events spielt, gibt es ebenso exotische Behälterkisten. Hierzu müsst ihr aber dann eben diese Sterne farmen. Wie funktioniert das? Das habe ich in meinem letzten Video gezeigt von den Events. Aber prinzipiell ist es so, ihr müsst halt, wenn ein Event ist, so wie jetzt in der Season, hier das Event aktivieren, da unten draufdrücken, aktivieren. Dann könnt ihr diese ganzen Wochenaufgaben machen. Bekommt hier Sterne, bekommt aber auch Sterne durchs Level Up. Also wenn ihr nur sagt, okay, mir ist es egal, ich aktiviere das einfach und lasse es an, könnt ihr auch Sterne farmen und bekommt dann eine Kiste damit. Davon, ja, mit den Sternen. Ebenso, wenn es irgendwelche Ligen gibt, so wie jetzt die Chang-Ligen, hier habt ihr dann auch immer Exokisten drinnen. Das könnt ihr dann einmal anfordern und auch aufmachen. Ja, also so kommt man einfach zu seinen Exokisten. Wie farm ich jedoch meine Exotics? Ich farm sie am liebsten in der freien Welt. Ich schaue einfach, was ist denn so aktuell? Also was ist heute der Loot? Und jetzt sehe ich, hier zum Beispiel wären Rucksäcke. Und wenn ich jetzt sage, ich will Memento Rucksack farmen, dann sucht ihr euch dieses Gebiet aus und macht die ganzen kleinen Sachen. Zuerst mal die kleinen, wenn ihr nichts mehr habt, könnt ihr auch die Kontrollpunkte machen. Wenn ihr nichts mehr habt, geht auf globale Einstellungen, geht auf Kontrollpunkt zurücksetzen und setzt euch einfach diese Map zurück und dann könnt ihr wieder von vorne anfangen. Warum mache ich das? Das geht relativ fix. Ihr braucht halt für so eine Hinrichtung oder für irgendwas, wir können es uns ja anschauen, vielleicht 2 bis 3 Minuten. Und ihr bekommt immer für Abschlüsse den Wunschloot zusätzlich. Es kann also bei Gegnern droppen, die dort rumrennen, aber das Wichtige ist der Abschluss. Ich fahre meine immer so. Also wenn ich auf Exotic Jagd bin, dann fahre ich einfach das eben in der freien Welt. Ist natürlich Zufall oder auch Glück, dass man sagt, okay, was ist denn da jetzt aktuell? Aber wenn ich jetzt generell nur exotische Komponenten farme, dann ist es mir eigentlich egal, welche Exotik droppt. Also ob es eine Maske ist, ein Rucksack oder sonst irgendwas. Und dann mache ich einfach hier dieses Event, diese Kleinigkeiten in der freien Welt. Ja, wenn er mich nicht killt gleich mal. Bei Demo-Zwecken natürlich wie immer. Ist ja immer so, ne? Wenn du irgendwas zeigen willst, dann ist immer so. Sag mal, Spiel... Das ist immer so. Ich laufe vorher 2 Stunden rum, ja, ohne irgendwelche Probleme. Kann ich auch gerne da noch was einspielen, weil ich habe heute schon
paar Exos gelootet. Das mache ich aber erst danach. Ich schau mal, ob es hier droppt. Aber das war schon wieder mal ganz normal, ne? Vorführeffekt. Charles liegt rum, sucht seine Kontaktlinsen. Ja, denn prinzipiell, ich sterbe nicht. Ja, also das gleich mal vorweg. Sondern ich verliere einfach meine Kontaktlinsen. Denn der Gegner hat mir jetzt einfach die Kontaktlinsen rausgekloppt und deswegen musste ich sie suchen. Ja, also Charles stirbt nicht. Wo ist noch ein Gegner? Hier ist noch einer. Also nur zur Information. I'm not dying. Ja, ich habe nur Probleme mit meinen Augen. Beziehungsweise mit den Kontaktlinsen. Wenn ihr auch so Übertragungen habt, die ihr machen müsst oder Kontrollen oder was auch gut geht, sind zum Beispiel so Elite-Convoys oder ganz normale Convoys. Die gehen sehr schnell und ihr könnt dann ohne Probleme alles looten. Ja. Also ihr bekommt beim Abschluss was und fertig. Es geht also relativ fix, diese Dinger. Dauert halt 2-3 Minuten und ja, wenn der jetzt noch wegtickt, dann müsste es eigentlich das sein. Sprecht mit der Geisel und jetzt seht ihr oben dann den Loot. Ah, ich bekomme also jetzt zielgerichtete Beute immer dazu. Das ist halt eine richtig gute Weise, um Exotics zu farmen. Ich spiele es jetzt kurz ein. Hier war ich unterwegs in New York. Hier einfach bei Sturmgewehr und dann ist eine Chamäleon gedroppt. Die kommt also dann einfach rein und fertig. Wenn es bei Missionen ist, was auch passieren kann, Missionen laufe ich dann auch, aber wie gesagt bevorzugt, so wie hier, das ist geil, so ein Ressourcenkonvoi. Ihr müsst jetzt echt dranbleiben, das müsst ihr euch jetzt noch geben. Sowas geht natürlich mega schnell. Also Ressourcenkonvoi, diese Lieferungen, dauert wirklich 1, 2, 3 Minuten und ihr habt garantiert euren Loot drinnen und eine gute Chance. Ich spiele es jetzt auf Heroisch mit 2 Direktiven, eine gute Chance für Exos, ganz einfach. Also für mich ist das die optimale Wahl und wenn ihr clever seid und ihr wollt zum Beispiel irgendwas haben, was ihr noch nicht besitzt, dass es ein bisschen schneller geht, geht in die Gruppe. Also ich mache das auch in Streams oft. Ich streame immer auf Twitch. Da hier der Hinweis jetzt mal. Weil letztens war wieder wer da und sagt, hey, ich wusste gar nicht, dass du auf Twitch streamst. Ja, seit 6 Jahren schon. Also Twitch nicht vergessen. Hier ist es auch öfters, dass wir anbieten bei PC, wenn irgendwer was braucht, dass wir mit dem einfach eben laufen. Wir machen Kontrollpunkte, ein paar so Aktivitäten. Und wenn einer halt den Exodrop hat, dann gibt er ihn ab. Machen wir sehr oft in den Streams. Ja, vor allem da nehme ich dann Schicknick mit, weil der, das ist so ein Garant für Exos. Der hat angeklickt, glaube ich, beim Erstellen seines Accounts. Möchtest du die Option anwählen, Exo nach Wunsch zu bekommen? Oh ja, hätte ich gern. Ja. Weil auch ich als Streamer, weil es heißt nämlich, ich habe Streamer-Loot. Ja, tatsächlich, ja. Ich kann Massive einfach so eine Liste schicken, so eine Excel, wo draufsteht, welchen Loot ich brauche und dann kriege ich das. Ja, auf jeden Fall. Sehr angenehm, ne? Machst du so Häkchen drauf, wie viele willst du? Ja, so 2 Pestilence, 3 Katharsis oder so. Ja, also. So, und diese Events, erstens gibt es gute EP, gehen relativ fix. Wenn ihr auf Heroisch spielt, habt ihr dann auch meistens mehrere Sachen gleichzeitig. Das passiert mir oft, du fängst eines an, hast daneben gleich dann noch irgendwas. Ja, also zack, Ausrüstung sichern. Habt hier jetzt mal die Ausrüstung, wie man sieht. Und ihr bekommt jetzt noch zusätzlich den Loot. Also sobald ich das angenommen habe, so wie jetzt, zielgerichteter Loot. Ja, und das mache ich halt einfach, meine Exos zu farmen. Ja, das ist regulär, ohne Cheaten, ohne irgendwie Charakter stellen und so weiter und so weiter. Ich kenne das alles, aber das ist nicht der Spielstil von mir. Jo, somit trotzdem. Ich hoffe, das Video hat gefallen. So farmt ihr eure Exos. Könnt ihr auch gerne reinschreiben unten, wie ihr es macht, ja. Aber eben nicht irgendwelche, ja. Ja, ich erstelle einen Charakter und dann hole ich mir Exos und dann lösche ich den wieder und das ist kein Spielen. Ja, das ist keine Methode für mich, um Exos zu farmen. Somit, Kommentare. Like, Abo wie immer gerne gesehen und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.
Ist das Video vorbei? Ja, Video ist vorbei, Video ist vorbei. Dann erzähl ihnen von den zwei Videos. Hier gibt's noch zwei weitere Videos von meinem Kanal. Und den Abo-Button. Dann hier den Abo-Button für weitere Videos in Zukunft. Und jetzt sag das mit der Glocke. Das mit der Glocke. Sag mal, Charles, wie dumm kann man sein? Ich hab doch gesagt, was Charlie gesagt hat. Das mit der Glocke.